Liebe Gemeinde Stuttgart-Wangen, ich wünsche euch einen schönen und gesegneten Sabbat und ich freue mich, dass ich mal wieder da sein kann hier bei euch heute. Das ist schon eine Weile her, ich glaube 2 Jahre oder so ist es jetzt sicher her, dass ich hier war und ich bin dankbar einfach dafür. Ich danke euch auch für die herzliche Begrüßung heute Morgen, so viele hat man wieder gesehen und dann warme, herzliche Umarmung, ist was Schönes. Ja. Und die warme Heizung hier links war auch schön. Da sitzen wahrscheinlich immer die gleichen oder die Plätze sind zuerst weg dann. Ich bringe euch auch Grüße mit von meiner Frau, die ist heute leider nicht da, aber ich soll euch ganz lieb grüßen von ihr, ihr geht es soweit gut. Sie hat auch sehr, sehr viel um die Ohren im Moment. Und wir freuen uns, wenn wir mal wieder gemeinsam hier sein können, auf jeden Fall. Das nächste Mal, hoffentlich klappt das dann. 10 Tage des Gebets haben ja am Mittwoch angefangen und heute ist der Tag 4 dran. Ich weiß nicht, ob ihr alle ein Heft habt. Ich habe jetzt gedacht, das ist ja so eine besondere Zeit und ich habe mir gedacht, dass wir einfach ein paar Gedanken miteinander austauschen, die, denke ich, auch wichtig sind im Zusammenhang, bevor wir gemeinsam ins Gebet gehen mit diesem Thema. Elia ist ja das Thema, ja, und der Dienst von Elia und euch ist sicherlich auch nicht unbekannt, beziehungsweise ihr habt das schon auch thematisiert oder angesprochen in der Woche oder im Verlauf der Woche, dass Elia für uns insbesondere als Adventgemeinde eine besondere Person ist, eine Identifikationsfigur. Man kann die Geschichte von Elia einfach lesen und kann das zur Kenntnis nehmen und kann sagen, boah, Gott hat schon heftig gewirkt in der damaligen Zeit und hat große Wunder getan, hat das Volk zur Rechenschaft gezogen, es zurück in die Schranken gewiesen, zurück in die Spur gerufen, so könnte man das ein bisschen sehen oder die Geschichte einordnen. Und ein Stück weit ist das ja so, aber für uns als Adventgläubige ist die Geschichte von Elia etwas, was sich immer wieder wiederholt in der Geschichte. Mindestens noch 2 weitere Male. Der Elia des ersten Advents, Johannes der Täufer, der das Ankommen des Messias ankündigt. In der Zeit, wo das Alte Testament in das Neue Testament umschwenkt. Ihr kennt das. Ich erzähle euch nichts Neues. Und der Elia des zweiten Advents. Tja, wer ist das? Der am Ende darauf vorbereitet, dass Jesus wiederkommt. Nicht nur auf diese Welt ein erstes Mal, um die Menschen zu retten, sondern um sie ein zweites Mal zu retten, vor sich selbst, vor der Sünde und sie endgültig vor sich zu nehmen, zu sich zu nehmen. Und unter diesem Blickwinkel liest sich die Geschichte noch einmal anders und denke ich, ist auch die ein oder andere allegorische Auslegung erlaubt in dem Zusammenhang, also bildhafte Auslegung, die auch heute, glaube ich, schon auch angebracht ist, also nicht falsch und die ich auch mit euch ein bisschen durchdenken möchte. 1. Könige 18, Vers 30b, direkt unter der Überschrift, ist so der Text, der Leittext durch diesen Abschnitt. Das ganze Volk trat zu ihm hin, dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Die Atmosphäre an diesem schicksalhaften Tag war aufgeladen, schreibt Ellen White in Macht und Ohnmacht, obwohl eine unheimliche Stille den Berg Karmel umhüllt hatte. In früheren Zeiten war dieser bewaldete Berg üppig, grün und wunderschön. Er erhielt reichlich Niederschlag und galt als heiliger Ort, als Ort des Segens und der Fruchtbarkeit. Die Geschichte vom Berg Karmel, sie ist so detailliert beschrieben, dass sie dazu einlädt, und das ist auch die Intention des Schreibers, sich das bildhaft vorzustellen, was dort passiert. Und Ellen White gibt uns noch ein paar weitere Attribute an die Hand, die uns helfen können, uns diese Geschichte vorzustellen. Macht das mal. Stellt euch vor, wie der Berg Karmel früher ausgesehen hat, was das für ein Ort war. Stellt euch einen schönen Ort vor auf dieser Welt, wo ihr gemerkt habt, saftige Wiesen, eine schöne Umgebung, Natur, in der es sich lohnt,
sich aufzuhalten, die Geräusche, die Gerüche. Karmel. Aber all das hat sich geändert. Was früher grün war, war jetzt verbrannt und kahl. Das Ergebnis einer schmerzvollen 3,5-jährigen Dürre. So beschreibt Ellen White Israel zu jener Zeit. Der Erdboden scheint wie durch Feuer versenkt. Die Gluthitze vernichtet den spärlichen Pflanzenwuchs, der übrig geblieben ist. Die Flüsse trocknen aus. Brüllende Rinder und blökende Schafe irren gepeinigt hin und her. Einstmals blühende Felder gleichen jetzt heißen Sandwüsten und traurigen Einöden. Einst blühende Städte und Dörfer sind zu Orten der Klage geworden. Hunger und Durst bedrohen Menschen und Tiere mit einem furchtbaren Tod. Eine schreckliche Hungersnot rückt immer näher. Ich war diesen Sommer in Kalifornien im Sequoia National Park. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ein wunderschöner Ort. Dieser Nationalpark in Kalifornien ist der Heimatort jener Bäume, die man auch als Mammutbäume kennt. Dort steht auch der sogenannte General Sherman Tree, der größte Baum der Welt, nicht von der Größe, sondern von der Masse. Ich habe mal gehört, zwei Jumbo-Jets, ja? Wie groß die auch immer sind, weiß ich nicht. Ja? Aber auf jeden Fall massives Ding. Und da stehen viele von den Teilen rum, nicht alle so groß, aber wenn man da so um so, also da können sich wirklich 25 Leute die Hand reichen und um den Baum stellen, so breit ist der Stamm am Fuß, am Boden. Und dieser Ort ist in jeder Hinsicht einfach beeindruckend, wunderschön. Es gibt viele Dinge dort zu sehen, es gibt viel Natur, es gibt wunderschöne Spazierwege, wunderschöne Hiking-Trails, wo man wandern gehen kann, all das. Und man fährt dort durch, das sind kurvige Straßen, es geht doch einige Höhenmeter rauf. Hier sind sie gefahren, nicht gelaufen. Und wenn man dann da durchfährt, dann gibt es einige Flecken und Orte, wo man sich denkt, wie sah das hier mal aus früher? Das ist der Ort, den ich mir vorgestellt habe, eben bei der Beschreibung, die ich vorgelesen habe. Dieser Ort, wo man dann durchfährt und plötzlich ist da eine Grenze, keine Baumgrenze. Nein, plötzlich sind da schwarze Stümpfe und diejenigen von euch, die vielleicht auch mal im Süden Urlaub machen, die kennen diese Schneisen, wo dann plötzlich alles kahl wird und trist und traurig, kein Schatten mehr. Und wenn man da durchfährt, denkt man sich, was ist hier mal passiert? Was war genau hier vor einer geraumen Zeit? Wie sah das hier aus? Was war hier los? Dürre. Brände. Kein Raum mehr, wo man leben kann. Was mag den Menschen, die auf dem Berg Karmel an diesem Tag standen, durch den Kopf gegangen sein, als sie dort standen? Vielleicht haben sie sich daran erinnert, wie es hier vor vier Jahren noch aussah, an diesem Ort, wo sie jetzt standen. Wie sie dort Urlaub gemacht haben. Wie sie dort Zeit mit der Familie verbracht haben. Verwandtschaft besucht. Gott angebetet haben. Und gedankt haben für die schöne Natur. Und es war ja nicht so, dass sie dann in das nächste Auto hätten springen können und von dort wegfahren und einige Kilometer weiter ist wieder alles gut. Das Problem war ja, alles sah so aus. Und kein Hinweis auf Besserung. Wie würde es euch gehen in der Situation? Welche Gefühle würden euch durchs Herz stoßen in diesem denkwürdigen Moment, wo Elia anfängt, den Altar wieder aufzubauen. Vielleicht noch größer als die klimatische Dürre, die das Volk erlebte, war die geistliche Dürre, durch die das Volk Gottes seelisch durstig und im Glauben erschöpft zurückblieb.
Israel wurde vom bösen König Ahab und seiner Frau Isebel regiert. Ahabs sidonische Frau hatte dazu beigetragen, die Treue des Volkes Gottes gegenüber zu schwächen. In diesen katastrophalen geistlichen Abfall hinein berief Gott den Propheten Elia. Ellen White schreibt über Elia: In den Bergen Gileads östlich des Jordans wohnte zur Zeit Ahabs ein Mann des Glaubens und des Gebets. Sein furchtloser Dienst sollte der schnellen Ausbreitung des Abfalls in Israel entgegenwirken. Frage an euch. Und ihr dürft wirklich antworten. Wie sieht das ganz praktisch aus, wenn Ellen White beschreibt, dass es nicht nur äußerlich, darüber haben wir gesprochen, das wissen wir, wie es aussieht, sondern auch innerlich, geistlich dürr ist. Wie sieht das aus? Könnt ihr das beschreiben? Versucht's mal. Traurig und düster. Traurig und düster. Zwei Adjektive. Im Herzen von Menschen, okay? Oberflächlich, wenig Gebet bis kein Gebet, kein Bibelstudium. Was noch? Keine Hoffnung, kein Trost. Ja. Hass vielleicht gegen Kirche, Hoffnung, seine Frau, weil ihnen so schlecht ging. Hass gegen die Obrigkeit, vielleicht auch Schuldzuschiebung, Schuldverweis, ja, okay. Christopher? Maulkörbe werden verpasst, ja. Also. Mehr Sünde. Ich werde jetzt etwas persönlicher. Fühlt ihr euch manchmal innerlich dürr? Das ist keine Frage, die man einfach schnell mal abtun sollte. Das ist eine Frage, die man sich stellen sollte, wenn man sich in der Tradition des Elia sieht, in der wir eindeutig stehen, in der wir uns verstehen. Fühlt ihr euch manchmal innerlich dürr? Woran liegt das, dass wir uns manchmal innerlich dürr fühlen? Oder dass wir uns innerlich dürr fühlen. Wie sieht ein ehrliches Hinterfragen an dieser Stelle aus? Was sind die Gründe dafür, dass man sich innerlich dürr fühlt? Und vielleicht nicht alle die Dinge, die ihr jetzt genannt habt, Traurigkeit oder Hass gegen Verantwortungspersonen oder was auch immer, vielleicht nicht alle in der Fülle so empfindet und das gar nicht so ausgeprägt ist, aber was ist, wenn es doch da ist, wenn da so etwas ist wie eine innerliche Dürre? Nachdem es den Propheten Baals und Ascheras nicht gelungen war, ihre Götter dazu zu bringen, Feuer zu schicken, rief Elia zur Zeit des Abendopfers das Volk zu sich und baute den zerbrochenen Altar des wahren Gottes wieder auf. Im übertragenen Sinn rief Elia das Volk nicht nur zum Altar der wahren Anbetung zurück, sondern vielmehr zum Altar der regelmäßigen, systematischen Anbetung des wahren Gottes.
Israels gemeinschaftlicher Anbetungsaltar war zerstört. Aber Israels persönliche und familiäre Andachtsaltäre waren schon lange vorher zerbrochen gewesen. Ich glaube, dass mancher, der damals auf dem Berg Karmel stand und sah, was dort passierte, nämlich dass Elia den Altar wieder aufbaute, dass der einen Anflug an Verständnis hatte, warum das dort alles so aussah. Ich glaube, dass die Kausalität von den Leuten, die damals auf dem Berg Israel standen, vielleicht nicht von allen, aber doch von einigen, sehr wohl verstanden wurde. Denn dass dort alles so aussah, wie es dort aussah, das war nicht einfach so passiert, sondern man wusste, wer derjenige war, der das angekündigt hatte. Man wusste es. Es war bekannt. Und genau derjenige stand dort und baute jetzt den Altar auf. Regelmäßige, systematische Anbetung war damals schon gar nicht mehr so typisch. Ja? Also wenn wir das in unserer Sprache heute übersetzen würden, dann könnten wir sagen, der wöchentliche Sabbatgottesdienst, ich weiß nicht, wie der noch stattfand und ob der noch in der Form stattfand. Die waren in einer anderen Richtung, weit weg. Und der Grund, den Ellen White, also die Kausalität an der Stelle, die Ellen White herstellt, ist bezeichnend. Sowas löst sich nicht einfach in Luft auf, sowas passiert nicht einfach, weil man irgendwann mal anfängt, falsche Götzen anzubeten, weil man plötzlich denkt, ach ja, das wäre doch mal schön, jetzt einen anderen Götzen anzubeten. Sondern das hatte einen Grund. Das hatte einen Grund. Was war der Grund laut Ellen White? Der Grund war, persönliche und familiäre Andachtsaltäre waren schon lange vorher zerbrochen gewesen. Wie kommt geistliche Dürre zustande? Eine direkte Frage, die dieser Text an jeden von uns stellt, ich mache jetzt keine Umfrage, aber eine direkte Frage, die dieser Text uns liebevoll stellen soll. Und ihr kennt mich, ich bin niemand, der mit dem Zeigefinger wedelt. Aber ich möchte mir Fragen gefallen lassen. Und Ellen White stellt an dieser Stelle eine Frage, die Mark und Bein unseres Glaubenslebens erschüttern sollten. Die Frage der persönlichen und der Familienandacht. Und ich möchte die Frage einfach stellen. Wer von euch macht das? Gibt es bei euch so etwas wie einen Familienaltar, wo ihr zusammentretet, miteinander betet, miteinander Andacht macht und wo alle, auch die Kinder, auch die Jugendlichen gerne hinkommen? Weil es ein Ort ist, wo man zusammenfindet und man merkt, es ist einfach schön dort. Es ist ein Ort, wo man ankommt. Und nicht nur das. Gibt es auch diesen Moment, den ihr persönlich mit Gott habt? Geistliche Dürre wird an dieser Stelle eng damit identifiziert mit dem Problem, dass Menschen das nicht mehr gemacht haben. Sie hatten keine persönliche Begegnung mehr mit Gott. Und sie hatten keine Begegnung mehr als Familie mit Gott. Und wie das dann ist, wenn man nicht mehr miteinander beten kann, wenn man in der Familie nicht mehr miteinander Andacht macht und miteinander betet, dann nimmt das ein ganz entscheidendes Fundament dafür weg, dass man bei Konflikten wieder zusammenfindet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein ehrlicher Blick in mein Umfeld, und damit meine ich nicht die da draußen, sondern damit meine ich uns, verrät mir etwas
über die Dürre, die auch beim Endzeit-Elia vorhanden ist. Deswegen auch ein Spätregen unersetzlich ist. Aber dieser Spätregen kommt nicht einfach nur, indem man ganz viel darum betet, einmal die Woche oder vielleicht mal kurz zwischendurch. Und ich sage auch nicht, dass man stundenlang darum beten muss. Ich selbst bin kein stundenlanger Beter, bin ich ganz ehrlich. Aber es hat etwas damit zu tun, ob ich diese Möglichkeit einräume, dass Gott persönlich mit mir Verbindung hat und ich das auch in meiner Familie fördere und alle dazu einlade, dies zu tun. Nicht aus Zwang, es ist eine Einladung. Ich sage euch, wie ich es mache. Ich habe mir seit einiger Zeit mir eine neue Bibel gekauft. Und diese Bibel ist komplett leer. Es ist eine Bibel mit Schreibrand. Und in dieser Bibel stehen nicht die ganzen Kommentare drin, die ich noch aus dem Studium da drin stehen habe, die alle da drin stehen und die teilweise sinnvoll sind. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine neue Bibel angefangen habt, weil ihr gemerkt habt, eure alte Bibel und das, was da so drin steht, das würdet ihr da heute vielleicht gar nicht mehr so reinschreiben, wie ihr es früher mal reingeschrieben habt. Weil sich Sichtweisen verändern oder Dinge verändern, weil man Dinge dazulernt. Und ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Ich glaube sogar, dass das sehr, sehr gut ist, dass man sich weiterentwickelt, neue Dinge lernt. Aber diese Bibel war einfach ernüchternd leer und sie roch noch so nach Bücherei. Ja. Ich habe einen schönen Umschlag gekauft. Ich habe mich da wirklich auch in Unkosten gestürzt, weil das war meine neue Bibel. Die habe ich auch heute nicht dabei. Das ist noch meine Studienbibel hier. Ja. Diese Bibel kommt mir nicht aus dem Haus. Und ich habe angefangen, das Buch Genesis zu studieren, 1. Mose. In einem Jahr, ich bin jetzt bei Anfang Kapitel 10. Ich habe das angefangen, weil ich selber wissen wollte. Zu oft habe ich mich dabei erwischt, dass ich mein Wissen über Gott, meine Beziehung zu Gott an Dingen festgemacht habe, die ich irgendwann mal von irgendwem gelernt habe. Und ob sich das so angefühlt hat oder nicht, es hat dazu geführt, dass ich mich innerlich zunehmend dürr gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, ich weiß ganz, ganz viel. Und wir als Adventisten, wir wissen ganz, ganz viel, aber wir verwechseln das Wissen, das wir über Gott haben, mit der Beziehung zu ihm, weil das nicht das Gleiche ist. Ich studiere jetzt das Buch 1. Mose und ich komme sehr langsam voran. Vielleicht werde ich es mein Leben lang nicht fertigstellen, die Bibel in diesem Tempo durchzulesen. Ja? Aber ich habe gelernt, für mich persönlich, und habe mich entschieden, dass ich in die Tiefe gehen möchte und mich nicht mit dem oberflächlichen Wissen zufrieden geben möchte, was oft einfach vermittelt wird, weil es natürlich auch eine gemeinsame Grundlage gibt. Versteht ihr? Ich sage euch, ich bin ein großer Freund des Bibelgesprächs, der Lektionen, aber ich kann euch eines sagen, das, was ihr im Bibelgespräch lernt, im Lektionsheft, ist allenfalls das Oberflächliche, die Oberfläche von etwas sehr, sehr Tieferem. Da geht es noch viel weiter. Aber wenn ihr nur auf diesem Level bleibt, und dieses Level ist wichtig, aber wenn ihr nur dort bleibt, dann werdet ihr viele Schätze nicht finden, die es noch zu finden gibt. Und diese Forschung im Wort Gottes ist Knochenarbeit. Das ist nichts, was einem einfach so in den Schoß fällt. Das ist etwas, wo man selber sich reinknien muss und anfangen muss zu lesen. Ich mache das seit etwa einem Jahr,
Ich will nicht sagen, dass mein Glaube früher oberflächlich war, und ich will das auch nicht euch sagen, dass euer Glaube oberflächlich ist. Ich will einfach nur deutlich machen, dass es dieses Gefühl an Dürre einfach gibt. Und nichts kann das stillen, außer Gott. Wenn wir der Endzeit-Elia sein möchten, dann kommen wir daran nicht vorbei. Mein Gebetsleben hat sich dadurch auch verändert. Denn wenn ich einen Vers oder zwei Verse gelesen habe, die ich für mich studiert habe, und ich nehme da schon auch andere Bücher dazu, aber das Erste, was ich mache, ist, ich lese den Text und versuche für mich selbst zu verstehen, was der mir sagen will, bevor ich irgendein anderes Buch nehme. Ich lerne so viel Neues, was ich vorher nicht wusste. Und es tut so gut, weil ich es nicht schon 100-mal gehört habe und nicht 100-mal im Bibelgespräch wiederholt habe. Endlich kann ich etwas Neues über Gott lernen. Also studiere ich. Meine Gebete ändern sich. Und ich kann plötzlich mit Gott über Eigenschaften von ihm reden, die ich verstehe. Ich merke, ich komme ihm einfach näher. Und glaub, nicht aus jedem Geschlechtsregister hole ich jetzt die heftig tiefe Beziehung zu Gott raus. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber selbst da stecken so wichtige, tiefe Punkte drin, die mein Glaubensleben extrem bereichern. Es war die Wiederherstellung wahrer, von Herzen kommender Anbetung, die Gott dazu bewegte, auf dem Karmel zu reagieren. Elias erste Handlung der landesweiten geistlichen Erweckung bestand darin, den zerbrochenen Altar wieder aufzubauen. Und dieses Bild wird genommen, um eines deutlich zu machen an dieser Stelle, auf Grundlage eines Bildes, das auch Ellen White nahelegt. Wenn dein persönlicher oder familiärer Andachtsaltar zerbrochen ist, bau ihn wieder auf. Und lass das Feuer von Gottes Gegenwart alle berühren, die zusammen sind, um Gott anzubeten. Es muss nicht so sein. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam in die Gebetszeit gehen. Und ich möchte das gerne heute mit euch so handhaben, dass wir gemeinsam drei Teile haben. Ich möchte gerne einen gemeinsamen Teil des Gebets haben, wo wir hier in großer Runde Lob und Dank äußern. Das ist der erste Teil des Gebets. Und ich möchte euch bitten, dass wir das in einer kurzen Art und Weise machen, dass möglichst viele die Möglichkeit bekommen, auch Lob und Dank zu äußern. Ich sage es noch einmal. Seid so gut und äußert euren Lob und Dank in 2, maximal 3 Sätzen. Nochmal, 2, maximal 3 Sätze. Nicht Quantität, sondern Qualität im Satz. Versucht es, es ist das gemeinsame Gebet. Es ist unsere Verantwortung an der Stelle, um das Gebet für alle, ein Gebet für alle sein zu lassen und nicht nur für einige wenige. Ich denke, dass wir diesen Teil 5 bis vielleicht 10 Minuten, je nachdem wie flüssig es läuft, geben werden. Danach werden wir einen Teil haben, den ich mit einem Gebet starten werde, in dem es um Sündenbekenntnis geht. Das wird ein Teil sein, wo ihr ein stilles Gebet sprechen könnt. Das ist ein Teil, wo wir nicht laut beten werden, sondern wo ihr in aller Stille das mit Gott ausmachen könnt, eure Sünden ihm vorlegen könnt, ihn um Vergebung bitten und ihm dafür danken könnt, dass er euch vergeben hat. Und im letzten Teil wollen wir wieder 2 bis 3 Sätze, nicht mehr. Im letzten Teil wollen wir unsere Bitten äußern. Das kann alles sein, was euch auf dem Herzen liegt. Versucht, die Bitten auf den Punkt zu bringen. Eure Bitte wird nicht wichtiger in den Augen Gottes, je mehr Sätze ihr betet. Gott versteht die Dringlichkeit eures Anliegens, auch wenn ihr nur wenige Sätze darauf verwendet. Und ich werde die einzelnen Teile vorbereitet mit einem Gebet und mit einem abschließenden Gebet, das dann beenden, bevor ich es dann übergebe.
Ihr dürft euch hinknien, wenn ihr möchtet. Ihr dürft auch, weil es ein längerer Teil ist, sitzen bleiben. Ihr dürft euch auch hinstellen. Und wenn ihr merkt, eure Beine werden müde, dürft ihr euch auch wieder hinsetzen und dürft später wieder aufstellen. Fühlt euch frei, die Gebetshaltung einzunehmen, in der ihr euch am besten auf das Gebet konzentrieren könnt, damit nichts zwischen Gott und euch steht. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir sagen dir Dank, dass du unser Herz immer wieder schüttelst, um uns deutlich zu machen, wo wir persönlich stehen. Und deine Botschaft an uns durch diese Texte, die wir gelesen haben heute in diesem Heft, in den 10 Tagen des Gebets, Anleitungshefts, die Botschaft war deutlich. In einer Zeit wie dieser, in der wir nichts weniger als Auftrag bekommen haben, als Erweckung und Reformation zu sein, der Endzeit-Elia zu sein, in dieser Zeit der geistlichen Dürre auch die Ursachen zu finden, was bei uns der Grund dafür sein könnte, dass wir selber manchmal Hunger und Durst leiden, was das Geistliche betrifft. Herr, bitte sprich du in jedes Herz hier desjenigen oder derjenigen, der oder die da ist, hinein und mach, dass niemand hier heute den Ort verlässt, ohne eine persönliche Entscheidung getroffen zu haben, dich zu suchen, nicht nur Predigten zu schauen, nicht nur Bücher zu lesen, nicht nur die Lektion zu studieren, sondern selber und allein dein Wort zu lesen und eigene Erkenntnisse über dich zu gewinnen. Sorge du dafür, dass Familienaltäre und persönliche Altäre wieder aufgebaut werden. Wir wollen uns Zeit nehmen, Herr, jetzt dich ganz besonders zu loben und vielleicht auch für das ein oder andere dir zu danken, was du in unserem Leben oder im Leben unserer Mitmenschen, in unserem Umfeld bewirkt hast. Wir wollen dir danken dafür, dass du ein solch großer Gott bist, dass wir dich anbeten dürfen, dass du Schöpfer Himmels und der Erde bist. Und ich möchte dir danken, dass du jetzt unseren Lobpreis hörst.